Hallo und herzlich willkommen zu unserem Vega Talk zum universellen Grenzsteinsensor Vega Point. Hierzu haben wir unseren Produktmanager Volker Allgeier eingeladen. Hallo Volker. Hallo Stefan, danke für die Einladung. Gerne. Volker, Vega hat doch schon jede Menge Grenzsteinsensoren für die unterschiedlichsten Anforderungen. Warum jetzt diese neue Geräteserie und was kann sie? Der Vega Point ist in jeglichem Maschinendesign einsetzbar. Durch seine Rohrverlängerung mit bis zu einem Meter und seinem vollmetallischen Gehäuse für anspruchsvollste Reinigungsprozesse ist er sehr flexibel. Zusätzlich durch sein kompaktes Design, auch mit Ventilstecker, kann er überall eingesetzt werden. Der kann alles. Mit dem Sensor kann ich alle diese Medien hier messen? Ja, egal ob Schüttgüter, klebrige anhaftende Medien oder Wasser, der kann alles. Probier's doch mal. Okay. Am grünen Leuchtring kann ich jetzt also erkennen, dass der Sensor das Wasser detektiert hat. Und jetzt? Jetzt wollen wir mit dem gleichen Sensor leicht entrockene Schüttgüter wie Reis und Hirse detektieren. Das funktioniert ja super. Selbst bei klebrigen und anhaftenden Medien wie Ketchup kann der Sensor sehr einfach auf die Bedingungen im Prozess eingestellt werden. Hierzu haben wir die Vega Tools App, mit der wir einen Abgleich sehr einfach durchführen können. Wir gehen hierzu in das Menü für den Abgleich und Stefan, tauche den Sensor bitte einmal in den Ketchup ein. Und nun sagen wir, dass dies der belegte Zustand für den Sensor darstellt. Jetzt ziehe den Sensor bitte einmal aus dem Medium heraus und nun sagen wir, dass dies der unbelegte Zustand für den Sensor ist. Jetzt speichern wir die Werte noch im Sensor und fertig. Probier es nochmal. Selbst Anhaftungen können der Schallfunktion nichts anhaben. Was gibt es sonst noch Interessantes, was du uns über die neue Geräteserie erzählen kannst? Der Vega Point kann auch in Trennschichtmessungen eingesetzt werden, wie zum Beispiel bei diesem Öl-Wasser-Gemisch. Hierzu habe ich diesen Sensor vorbereitet, bei dem ich die beiden Schaltausgänge des Sensors mit diesen beiden Leuchten verbunden habe. Damit kann ich sowohl das Öl als auch das Wasser erkennen. Öl wird über Rot angezeigt, Wasser über Grün. Es gibt außerdem noch diese Gerätevariante. Die frontbündige Messzelle ermöglicht Rührwerke, die bis an die Tankwand reichen. Eine geringere Beeinflussung bei abrasiven Prozessen ergeben eine längere Lebensdauer. Und das alles als echter Plug-and-Play-Sensor. Beeindruckend. Danke, Volker, für den ausführlichen und spannenden Einblick in unsere neue Geräteserie Vega Point. Und euch einen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.